Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar handelt es sich jetzt in diesem Video mal wieder um mein eigenes Auto. Und zwar unseren Seat Leon. Den hatten wir das letzte Mal hochgehoben. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Aber der hat Kühlwasser verloren. Und hin und wieder musste ich jetzt Kühlwasser nachfüllen. Und das ist natürlich nicht gut, ne? Also ich sag mal, wenn ihr ständig Kühlwasser nachfüllen müsst, dann ist in der Regel auch irgendwas kaputt. Es gibt nur zwei Methoden. Im Grundprinzip, entweder er verliert es oder er verbrennt es. Das heißt, ihr habt entweder eine Undichtigkeit nach außen oder er verbrennt es irgendwo. Kann AGR sein, kann Kopfdichtung sein, kann AGR-Kühler sein, whatever. Also AGR-Kühler haben wir jetzt an diesem Auto nicht, aber ihr habt eben verschiedenste Ursachen. Und ich zeige euch jetzt nochmal die Undichtigkeit und ich habe so ein bisschen die Diagnose aus dem Wohnzimmer heraus getroffen, weil ich eine Vermutung hatte. Aber wir schauen uns das jetzt erstmal ganz in Ruhe an, was da vorherrscht. Ungefähr ja, alle 2 Monate, hätte ich grob gesagt, ist der Behälter so weit unter Maximum, dass ihnen also praktisch die Kontrollleuchte angeht. Die Leute, die den Kanal verfolgen, kennen dieses Auto und ihr seht zum Beispiel, dass wir hier was haben und wir haben zum Beispiel auch hier, ist also auch was am Getriebe, obwohl dieses Getriebe ja keinen Kühlmittelanschluss hat. Das habt ihr ja oftmals bei Automatikgetrieben, aber da ist ja ein 6-Gang-Schaltgetriebe drin, da habt ihr also so gar nichts. Aber hier, das sind frische Tropfen, auch hier sowas. Ist also auch da. Und wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen im Kreis drehen, hätte ich gesagt, da kann man also auch farbige, eine rosafarbige Geschichte erkennen. Ja, ich bin echt gespannt. Aber hier haben wir natürlich schon Laufspuren und das ist echt nicht in Ordnung. Ich würde sagen, wir schrauben die Verkleidung mal ab und dann gucken wir uns den ganzen Samon mal an. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier seht ihr zum Beispiel überall, das sind Kühlmittelreste. Und da oben ist ein Wasserrohr und da sitzt auch das Thermostat. Das wäre jetzt zum Beispiel, da ist ja eine Kühlwasserflansche. Diese Kühlwasserflansche, die gehen auch alle mal kaputt im Laufe der Zeit. Aber da oben läuft es also praktisch runter. Zumindest sind hier überall Kühlwasserspuren. Seht ihr? So, das läuft also quasi hier. Habt ihr auch noch die Laufspuren. Und dann fliegt das natürlich durch den Fahrtwind nach hinten weg. Hier sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Hier haben wir überhaupt keinen Kühlwasseranschluss. Aber wir haben zum Beispiel hier das Wasser runterlaufen. Das heißt, das Wasser läuft also nicht hier vorne runter, sondern läuft hier hinten runter. So, oben reingucken. Da vom Kopf würde ich sagen, läuft erstmal nichts runter. Das heißt, Kopfdichtung scheint also erstmal nicht das Problem zu sein. Das wäre schon mal sehr, sehr gut. Ja, man hat ja häufiger das Problem, dass da so gerade, wenn es so Gusskanten gibt, Kühlmittelschläuche, Verkabelungen, läuft das natürlich dann überall runter. Das heißt, nur weil es unten an einer bestimmten Stelle raustropft, muss da nicht die Ursache sein. Habt ihr ja gesehen, am Getriebe zum Beispiel, da ist ja nirgendwo ein Wasseranschluss dran. Das heißt, das muss irgendwo am Getriebe runterlaufen. Wir gucken jetzt erstmal oben rein, bin echt mal gespannt. Wenn man jetzt ganz genau schaut, da haben wir gerade gegen geguckt hier und da unten, da ist zum Beispiel was undicht. Das wäre jetzt zum Beispiel was. Jetzt ist es aber ein bisschen unwahrscheinlich jetzt so für mich, dass jetzt hier das Wasser so komisch läuft, dass es dann da hinten am Getriebe runterläuft. Aber ihr seht auch da, wahrscheinlich könnt ihr das jetzt nicht erkennen, dass da auf dem Getriebe, da wo der Kupplungsnehmerzylinder ist, da zum Beispiel, da ist auch alles, und da ist ja nichts an Wasser. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen genauer schauen. Also gerade mal nach Plastikflanschen schauen und vor allen Dingen, eigentlich, wenn so ein Plastikflansch mal undicht wird, die werden schon mal alt und spröde, dann habt ihr natürlich auch noch das Thema der Temperatur. Ja, das heißt, das kann im kalten Zustand, macht ihr zum Beispiel irgendwie die Kühlerdruckpumpe drauf und dann ist das dicht und im warmen Zustand wird es undicht. Ja, und manchmal braucht das dann auch eben so seine gewisse Zeit, bis so ein Tropfen dann sich wirklich so häufig vermehrt hat, dass man da auch was sehen kann. Das heißt, es gibt also gerade bei Kunststoffflanschen oftmals die Thematik, ist sporadisch undicht oder ist temperaturabhängig undicht. Hier zum Beispiel war jetzt ein bisschen was, aber wir werden jetzt eins machen. Wir werden jetzt immer eben hier das Endoskop nehmen und dann werden wir mal gemeinschaftlich schauen, ob wir da was sehen. Vielleicht noch anders irgendwo. Also es muss noch was anderes sein, nur das eine, das zeige ich euch jetzt aber auch gleich nochmal hiermit, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber wir schauen mal. Das Ding kennt ihr mittlerweile, wir suchen also quasi jetzt so in Kleinstsache jetzt mal so ein bisschen den Motor ab und das muss zu finden sein. Also los geht's, wir nehmen jetzt hier mal das Endoskop und dann lasse ich euch natürlich entsprechend mitschauen, aber ich denke mir mal, das wird relativ simpel und einfach sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das heißt, wir machen jetzt einfach hier auf. Yep. Also, jetzt läuft das. Los geht's.
Und das erste, was ja ist, ist ja dann, glaube ich, schauen wir mal. Da seht ihr das? Da ist sogar richtig, das sind also richtige Wasserspuren. Das heißt, der Plastikflansch ist undicht. Wenn wir jetzt mal um den Plastikflansch gehen, da seht ihr, da läuft es ein bisschen. Und schauen wir mal hier oben. Über dem Plastikflansch, da wäre jetzt die Kopfdichtung. Da ist nichts. Das heißt, genau. Hier haben wir noch ein Wasserrohr. Das kann es natürlich auch sein, aber ich glaube, das läuft eher von oben runter, genau. Das heißt, das läuft eher, genau, das läuft eher vom Plastik, wenn ich jetzt ein Stück rausgehe, läuft das vom Plastikflansch aus da hinten runter auf das Wasserrohr und tropft dann von unten auf die Stelle, die wir dann jetzt hier sehen. Ja, das ist hier das Wasserrohr seitlich, das scheint erstmal dicht zu sein. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach zu wechseln, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da werden wir wahrscheinlich jede Menge auseinandernehmen müssen. Aber das wäre jetzt erstmal der einfachere Part. Da seht ihr die Spur da unten drunter, da ist es nass. Okay, das ist die erste Stelle. So, jetzt gucken wir jetzt mal hier hinten. So, das ist die Stelle am Getriebe. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wo kommt das denn her? Wir haben natürlich jetzt seitlich, haben wir wahrscheinlich noch einen Wasserflansch sitzen. Der sitzt da. Müssen wir mal gucken, ob wir den jetzt irgendwie richtig aufs Bild bekommen. Na, komm schon her, also. Da hängen natürlich jetzt die Schaltseile vor. Da. Kann das eine Stelle sein? Dazwischen? Oder ist das Öl? Aber das wäre ja auch sowas, ne? Ihr seht, da läuft das Wasser. Da ist aber auch ein Wasserrohr drüber. Da läuft also auch ein Wasserrohr her. Ich vermute, das ist entweder das Wasserrohr oder es ist ein Wasserflansch. Aber das sieht mir, diese Stelle sieht mir eigentlich mehr nach Öl aus. Aber Wasserrohr kann ich jetzt zum Beispiel nicht erkennen, dass das undicht ist. Da. Da sieht man es doch eindeutig. Problematik ist, dass das natürlich auch an der Kopfdichtung, dass das natürlich auch die Kopfdichtung ist. Da seht ihr das? Da sind die Spuren. Also ich glaube, das ist eher der Wasserflansch. Ventildeckeldichtung ist auch leicht undicht. So wie es aussieht. Aber ich glaube, da herrscht das gleiche Problem, dass es eben hier der Wasserflansch ist. Bin echt gespannt. Ihr habt gesehen, das Wasserrohr geht ja einmal so um den Motor drumherum. Dann haben wir seitlich noch einen Wasserflansch. Und wir haben natürlich auch da an der Kante theoretisch die Kopfdichtung. Ne? Also da ist der Kopf und Block an der Stelle getrennt. Da der aber nicht zu heiß wird und auch das Kühlsystem nicht brodelt, würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal mit dem günstigsten anfangen, was jetzt der Wasserflansch ist auf der Zylinderkopfseite und was letztendlich dann auch auf dem Wasserflansch hinweist, der hier vorne ist. Also zwei Undichtigkeiten. Ne? Auf jeden Fall hätte ich jetzt so gesagt, das, was jetzt da am Getriebe runterläuft, da waren ja richtige Tropfen, ist auf jeden Fall das, was natürlich am wichtigsten ist. Ne? Denn wenn ihr Tropfenbildung habt, dann ja, ist klar. Ne?
So, das heißt, ich werde die Sachen bestellen, dann müssen wir auch noch den Service machen. Der war hier am 23.09.23 bei 183.000. Er hat jetzt, glaube ich, 190 weg oder so. Und wäre jetzt am 23.09.24, was also theoretisch bedeutet, wenn wir dann zugange sind, machen wir einen Ölwechsel dann, glaube ich, mal auf die Schnelle entsprechend mit. Ja. Gut, also Wasserflasche bestellen. Willkommen zurück. So, ich habe die richtigen Teile bekommen, hoffentlich. Und wir reißen jetzt den ganzen Salmon auseinander. Ich habe noch mal ein Bild gemacht, das füge ich euch noch mal ein. Da kann man das, glaube ich, ein bisschen besser erkennen. Ich hoffe, die Aufnahme von dem Endoskop ist was geworden. Da sieht man so eine ganz kleine Wasserspur. Ja, das ist manchmal wirklich ganz tricky, aber wie gesagt, kann im kalten Zustand super dicht sein. Im heißen läuft das Wasser so raus. Ne? Oder umgekehrt. Gibt's auch. Ne? Das heißt, wir machen Motorraumabdeckung ab von unten. Kühlwasserschlauch ziehen wir ab, das ist dann das nächste, das zeige ich euch jetzt gleich noch. Und dann werden wir die Flansche neu machen. Zwei Stück haben wir machen beide neu und ich hoffe, dass das Problem dann gelöst sein wird. In diesem Fall haben wir jetzt hier keinen Ablasshahn, sondern ihr müsst jetzt hier mit der Schellenzange den unteren Kühlwasserschlauch abziehen, das kennt ihr ja auch schon. Und dann lassen wir das Kühlwasser ab. Denkt daran, dass ihr das nur bei kaltem Motor macht, ne? Und dreht vorher den Kühlerdeckel auf, dass ihr keinen Druck auf dem Kühlsystem habt, ne? Sonst verbrennt ihr euch nachher. Ne? Also immer ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, diese Zange nehmen und dann wuscheln wir uns eben den Schlauch ab. Ich lasse das Auto dann runter, um final den Schlauch abzuziehen und fangt das Kühlmittel entsprechend auf. Verwendet es nicht wieder, macht es immer neu, kostet nicht die Welt. Ja, ihr könnt jetzt ein bisschen mitgucken. Das heißt, bei dem dürfte das an sich noch gehen, dass wir hier den Kühlwasserschlauch einfach so abgezogen bekommen. Yes, yes, yes. Ja, verwendet das nicht wieder. Das war's schon. Das heißt, jetzt als nächstes Thermostat raus. Jetzt habe ich hier so eine Nuss, die hat oben so einen Kugelkopf. Und ich verspreche mir davon, dass das damit jetzt ein bisschen besser geht, weil ich ein bisschen schief auf die Schraube drauf muss. Das zeige ich euch jetzt aber gleich. Ihr könnt das erkennen, aber wir müssen jetzt ein bisschen schief drauf und ihr müsst ein bisschen aufpassen. Das ist der Pluspol von der Lichtmaschine hier, dass ihr da keinen Kurzschluss verursacht. Ja, das heißt, wir müssen jetzt mal eben jetzt hier so ein bisschen schief drauf. Das ist ein bisschen beschissen, gerade wenn die... Ja, wo seid ihr denn jetzt? Gerade wenn ihr rund seid, ne, wie zum Beispiel die, die ist wahrscheinlich beim Festziehen schon rund geworden. Das heißt, ihr könnt natürlich dann jetzt auch mit einem Zehner dran. Einfacher ist es natürlich, wenn ihr so eine Nuss habt. Aber okay, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ja, manchmal klappt es ja nicht so gut. Da müsst ihr eine kleine knarre Zehner Nuss nehmen und die dann damit anlösen, in der Hoffnung, dass wir jetzt diese runde Schraube da irgendwie rausbekommen. Dass sie nicht so rund ist, dass man die nicht wirklich wenigstens so ein bisschen noch drehen kann. Ah, nee, kann man noch drehen. Aber das ist genau das Problem. Wenn die zu fest sind, kriegt ihr das natürlich mit so einem Kugelkopf im Bus auch nicht los. Aber so eine neue Schraube, die kriegen wir natürlich schon irgendwo her. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Ihr seht, wie schief wir dann jetzt hier drauf sind. Und das ist genau das Problem. Irgendwann ist natürlich der Kugelkopf auch abgenutzt, weil ich die Nuss schon häufiger gebraucht habe. Gerade wenn man Steuerketten macht, um dann die Ölpumpe oder die Ölwanne drunter wegzunehmen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, ich muss das jetzt gleich mit dem Finger drehen. Und dann müssen wir gucken, dass wir so eine neue Schraube irgendwo herbekommen. Die obere, da würde ich jetzt sagen, da kommt man natürlich schon ein bisschen besser dran. Ne? So. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aufpassen, dass wir eine Schraube, ich weiß, ihr könnt jetzt nicht viel sehen. So, das heißt, können wir jetzt erstmal hier an der Seite machen. Der Flansch ist natürlich auch entsprechend fest. Den Flansch haben wir ja neu, den Dichtring haben wir auch neu. Jetzt also den Dichtring abziehen. Und dann den neuen Dichtring wieder drauf machen. Erst der Dichtring und dann den Deckel. Jetzt können wir den ganzen Salmon, das Thermostat ist wieder raus. Also erst das Thermostat und dann den Dichtring. Das ist immer so ein bisschen tricky, weil der Dichtring sich nämlich wegdrücken möchte. Aber das kriegen wir schon hin. Jetzt zeige ich euch, wie das gleich aussehen wird. Perfekt, so sieht das gut aus. So hat das Thermostat gesessen, macht es auch so wieder rein. Ich kenne da jetzt keine bestimmte Einbauposition, aber es war so drin, also kommt es auch wieder rein und jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Das heißt, Schraube rein und dann gucken wir mal, ob wir das angesetzt bekommen. Das ist immer so ein bisschen Fummelkram, aber das müssen wir wieder zusammenbekommen. Ne? Wir haben auch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Aber manchmal ist das so, dann verrutscht der Deckel, dann ist der Salmon nachher nicht dicht. Deswegen müsst ihr zu 100% aufpassen, dass der Deckel auch wirklich richtig da drauf sitzt. Sonst habt ihr echt ein Problem. So, das sieht an sich gut aus. Aber wenn das nicht richtig sitzt, verrutscht der Dichtring, wird das Thermostat undicht. Also dann habt ihr nichts gewonnen an der Stelle. Und das hatte ich auch schon mal. Da habe ich dann alles wieder zusammengebaut und dann war der Dichtring aber verrutscht, den man nämlich so ohne weiteres jetzt auch nicht mehr sehen kann. In diesem Fall mache ich mir das Ding jetzt hier auf die Nuss, mache da ein bisschen Klebmasse dran und dann versuche ich das Ding jetzt da reinzufummeln. Das wird ein lustiger Spaß werden.
Ihr seht also, ihr kommt mit der Nuss nur schief drauf und deswegen müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr die Schraube auch entsprechend gerade ansetzt. Ne? Das gilt natürlich für beide. Das heißt, ich ziehe die jetzt fest. Ja, ich habe sie jetzt hier so weit vorgezogen und das bedeutet, dass ich jetzt festziehen werde, Schlauch drauf machen und klemmt am besten die Batterie ab, weil hier ist natürlich Dauerstrom drauf, ne? Hier auf dem Ding. Müsst ihr aufpassen. Ja, die braucht ihr natürlich nicht festziehen wie King Kong, aber die sollten natürlich schon fest sein und wichtig ist, dass ihr natürlich auch alles andere richtig wieder trocken macht. Muss natürlich noch der Schlauch wieder drauf, ne? Hier, da ist der alte Flansch. Schlauch drauf und Schelle festmachen. Jetzt müssen wir noch den seitlichen Flansch machen, ne? Das heißt, dafür nehmen wir jetzt hier erstmal den Schlauch hier ab und wir machen jetzt hier erstmal so ein bisschen Platz, dass wir das jetzt hier hinbekommen. Ja, machen wir erstmal diese Geschichte hier ab. So, das den Ansaugschlauch jetzt hier erstmal abbekommen. Ja, also der Schlauch muss an der Seite, sonst kommt ihr da eigentlich mit den Fingern nicht zwischen. So, mal gucken, ob wir den abbekommen jetzt hier, ne? Eins, zwei, Nummer drei. Ja, das ist der Flansch, der seitlich am Zylinderkopf angeschraubt ist. Das heißt, der ganze Flansch ist mit zwei Schrauben fest. Hier eine Schelle für die Seite des Schlauchs, dann noch da hinten und dann natürlich noch hier den Stecker abmachen. Und dann haben wir es. Bin gespannt, wie gut das geht und ob wir da so drankommen werden. Aber das müsste schon klappen. Also wenn ihr jetzt hier mal schaut, so sieht der Flansch davor. Ne? Ihr habt eine Schraube hier unten, eine Schraube hier oben. Das müsste sehr gut gehen. Und hier kommt natürlich der Temperatursensor. Theoretisch sitzt das Ding so davor. Und dann müssen wir gucken, mit einer 10er Nuss dürften wir gut da dran kommen. So, das war Nummer 1. Und ich habe mich vertan. Das ist nicht Schlüsselweite, ist die Lampe runtergefallen. Schlüsselweite 10, sondern es ist eine 5er Indusnuss. Ich habe hier so eine schöne 1/4 Zoll. Das ist eigentlich so von so einem Satz, wo ihr Airbags mit ausbauen könnt. Ne? Das ist eigentlich ganz cool. Passt super hier für solche Sachen auf die 1/4 Zoll Knarre. Und wichtig ist natürlich ganz einfach auch, dass ihr immer darauf achtet, dass die entsprechenden Dichtringe bei den Flanschen mit dabei sind. Ne? Also das solltet ihr schon im Blick haben, sonst habt ihr nämlich das Problem, dass das nachher nicht dicht wird mit dem Dichtring. Gucken wir mal, gucken, ob wir da drankommen. Jawohl, das ist Schraube Nummer 1 und das ist Schraube Nummer 2, das ist die da unten. Gucken wir mal, der Flansch, der wackelt schon mal, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wasser haben wir abgelassen. Von der Seite aus dürfte das jetzt erstmal hier kein Problem sein. Und wenn wir den so ein bisschen abziehen können, den Flansch, dann kriegen wir auch die Schläuche ab. Oh, ihr seht, jetzt theoretisch nur noch da hinten den Schlauch ab und hier seitlich den Temperaturfühler rausmachen und da ist auch eine Dichtung drunter und da solltet ihr auch für euch vergewissern, dass ihr die mitkauft. Die ist nämlich bei dem Flanschkauf häufig nicht dabei. Das heißt, wenn ihr das jetzt mit der alten Dichtung wieder befestigt, dann ist das die nächste Stelle, die potenziell undicht werden kann. So, die Klammer ist ab und hier seht ihr, ist so ein, na komm schon her, so ein Gummidichtring. Ja, den solltet ihr auf jeden Fall mitbestellen, sonst habt ihr ein Problem. So, natürlich auch die alte Dichtung wegmachen und euch die Dichtfläche anschauen, ob die sauber ist oder nicht. Aber da ist keine Papierdichtung drunter, das heißt, die Dichtung geht an sich gut ab. Aber sowas seitlich am Zylinderkopf, sowas wird natürlich dann auch irgendwann mal spröde und porös. So, Dichtfläche sauber machen. Das wäre schon ganz cool. Ja, ich weiß, ihr könnt ein bisschen wenig sehen, aber das hilft leider nicht. Hier ist nämlich alles ziemlich dunkel an der Seite. Das heißt jetzt hier erstmal die Schläuche drauf und dann alles in umgekehrter Reihenfolge, wie es so schön heißt, wieder zusammenbauen. Das heißt als erstes Schläuche drauf und dann den Flansch wieder festziehen. Drin ist der Wasserflansch. Wie gesagt, denkt an den Dichtring für den Temperaturfühler, die sind oftmals nicht mit dabei. Schellen sind wieder drauf und das müssen wir natürlich auch alles trocken machen. Das mache ich jetzt mit Pressluft. Ja, da unten, das müssen wir natürlich auch richtig, ja, da unter diesem Deckel jetzt vom Thermostat, das muss alles richtig trocken sein, sonst könnt ihr später nicht schauen, ob das altes oder neues ist. Dann wollen wir mal schauen, ob alles dicht ist. Ne? Lassen wir jetzt laufen. Also ja, ihr könnt jetzt auch noch mal eine Kühlerdruckpumpe draufsetzen, aber da verzichten wir jetzt drauf. Ne? Ich sag mal, wir vertrauen ja unserer Arbeit. Sollte man zumindest.
Ja, und schon läuft er wieder. Ne? Macht das irgendwie alles trocken? Ich meine, das Wasser wird auch verdunsten, da, davon ab. Ja, aber die roten Spuren so ein bisschen wegmachen, sonst könnt ihr sehr schlecht erkennen, ist das jetzt altes oder ist das schon wieder was Neues? Wenn ihr euch jetzt die Teile hier anschaut, da kann ich jetzt so nichts dran erkennen, aber oftmals ist es dann einfach, dass das Gehäuse sich verzieht durch die Temperatur. Seitlich am Zylinderkopf wird er natürlich auch nochmal ein paar Grad wärmer. Und dann ist das ein Plastikflansch, der natürlich dann irgendwann mal einen Geist abgibt. Ne? Genau das gleiche habt ihr hier. Hier ist noch die Besonderheit, das ist ziemlich nah, wenn ihr mit langem Werkzeug arbeitet an der Batterie, an Dauerplus der Batterie. Da solltet ihr also aufpassen, lieber Batterie abklemmen. Ne? 5er Imbusnuss gibt es auch als Winkelimbus mit so einem Kugelkopf oben drauf. Kann ich euch nur empfehlen, gerade wenn ihr nicht gerade auf die Schraube kommt, ist so ein Ding Gold wert. Und hier waren es keine 10er, ich kannte das auch immer nur 10er Schlüsselweite eben im Wasserflansch machen, in dem Fall 5er Imbus. Da müsst ihr eben auch auf die richtige Länge achten, weil wenn die Nuss zu lang ist, dann stößt ihr da am Batteriekasten an. Ja, später natürlich noch in Lüften, Probefahrt machen und wirklich darauf achten, wenn ihr den Deckel montiert, da verrutscht sehr gerne der Dichtring drunter. Ja, ist auch wichtig, denn habt ihr alles zusammen und dann läuft euch wieder das Wasser raus, ist auch doof. Und hier, wenn ihr so einen Wasserflansch kauft, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass bei Fahrzeugen, wo ein Temperatursensor drin ist, ist in der Regel kein Dichtring dabei für den Temperatursensor. Ja, da müsst ihr auch noch ein bisschen aufpassen, dass ihr daran denkt, das mitzubestellen. Denn ja, ihr könnt zur Not jetzt erstmal auch den alten nehmen. Das Problem ist ganz einfach, da habt ihr eine 50-50 Chance. Und ihr baut euch womöglich natürlich dann auch wieder einen Fehler ein. Ja, ich werde jetzt hier gleich noch einen Ölwechsel machen. Da müsst ihr aber nicht mit bei sein, da kriegt ihr noch einen Service. Und ja, letztendlich war es das auch in diesem Video. Ich denke mal, das Ganze hat es nicht viel Kohle gekostet. Erneuert das Kühlwasser, das versteht sich von alleine. Und dann hoffe ich mal, dass er jetzt noch ein bisschen hält. Ne? Ich bin für heute raus. Ich sage danke, dass du dir dieses Video ein bisschen angeschaut hast. Bis dann. Ciao.